Auch in diesem Jahr lässt Electronic Arts seinen Superagenten einfliegen. In 007 Nightfire müssen sie mit keinem Geringeren als James Bond die Welt von dem Oberschurken Drake befreien, dessen Handlanger aus dem Weg räumen und die holde Weiblichkeit um den kleinen Finger wickeln. Für Bond sicherlich kein Problem. Die Missionen sind wie schon in Agent im Kreuzfeuer unterteilt. Die bekannten Ego-Shooter-Abschnitte wechseln mit wilden Verfolgungsjagden und harten Ballerfahrten. Während sie bei letzteren lediglich die Geschütze von fahrenden Schneemobilen oder Panzerwagen kontrollieren, sitzen sie bei den Verfolgungsjagden am Steuer ihres Bondmobils und attackieren die Bösewichte mit Raketen und MG. Neben zahlreichen Bleispuckern hat 007 natürlich auch die vielseitigen Q-Gadgets unter dem Smoking. So ist in ihrer Brille ein Nachtsichtgerät und in ihrer Uhr ein Impulsstrahl eingebaut, mit dem sich die Gegner ins Reich der Träume schicken lassen. Man kann sich also wieder auf ein abwechslungsreiches Gameplay und sicherlich auch auf ein großes Effektspektakel freuen.